Also die Situation bei der FIFA stellt sich für mich so dar, dass wir erst dann die Weltmeisterschaften neu vergeben können, beziehungsweise darüber zu sprechen, sie neu zu vergeben, wenn Beweise vorliegen. Und diese Beweise müssen die kommenden Ermittlungen ergeben. Erst dann wird es möglich sein. Zum einen steht im Raum der Verdacht, dass beide Spiele gekauft sind, dass die Doppelvergabe nicht sauber war. Zum anderen werden in Katar Menschenrechte tagtäglich mit Füßen getreten und Russland befindet sich in einem Kriegszustand nahezu mit einem Nachbarstaat. Das sind drei Gründe, warum wir dieses Zeitfenster nutzen sollten und jetzt eine Neuvergabe fordern. Wenn eine Neuvergabe stattfinden soll, muss das ja dann entweder vom Exekutivkomitee oder von der Mitgliederversammlung gemacht werden. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ja auch mittlerweile eine ganze Reihe von Verträgen, die bereits geschlossen wurden, sowohl in Russland als auch in Katar mit den unterschiedlichen Unternehmen, mit Firmen, die ja auch in gewisser Weise bindend sind. Und vor diesem Hintergrund halte ich es für ausgesprochen schwierig, zumindest was Russland anbetrifft, hier einen neuen Ausrichter zu finden. Und aus diesem Grunde, glaube ich, wird das nicht so ohne weiteres umzusetzen gehen. Und darüber hinaus ist es noch notwendig, überhaupt die Regelungen dafür zu treffen, solange Beweise, handfeste Beweise nicht auf dem Tisch liegen. Zwei kurze Antworten darauf. Erstens, die FIFA ist ein Milliardenunternehmen, die haben genug Geld, um eventuell Entschädigungszahlungen tätigen zu können. Und zum anderen, Sie argumentieren gerade wie Franz Beckenbauer, Herr Kollege. Der war in Katar und hat gesagt, ich habe keine Sklaven auf der Straße gesehen. Wie lange wollen wir denn noch warten? Also der Garcia-Bericht ist ja nicht ohne Grund nicht veröffentlicht worden. Und wenn wir jetzt 10 Tage zurückgehen, da hat auch niemand gerechnet, dass der FIFA-Präsident, der sich auf diesem Kongress intronisiert hat, wenige Tage später zurücktritt. Der ist nämlich nicht ohne Grund zurückgetreten. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt schon deutlich machen, diese Doppelvergabe muss neu verhandelt werden, damit wir Länder finden, die schnell und unkompliziert 2018 bzw. 2022 die Spiele auf die Beine zu stellen. Stellen Sie sich vor, in 2 Jahren ist es bewiesen, dass die Spiele gekauft worden sind. Russland befindet sich weiterhin mit seinem Nachbarstaat nahezu im Kriegszustand. Was machen wir dann? Wie sollen wir dann die WM noch retten? Dann wird es keine Rettung der WM geben und keine Verlegung, sondern dann werden etliche Clubs, also Länder, hier in dem Fall wahrscheinlich die UEFA, einfach diesen Spielen wegbleiben. Und das macht die WM kaputt, das macht den Fußball kaputt. Und deshalb haben wir eine hohe Verantwortung, nicht wir direkt, aber die FIFA vor allem, damit sie die Spiele rettet, damit sie den Fußball rettet, muss sie jetzt Konsequenzen ziehen. Diese Äußerung, lieber Kollege, ist natürlich auch den Repräsentanten und Vertretern der FIFA als auch der UEFA klar, sodass also auch das in ihr Kalkül mit einbezogen wird. Aber ich sehe, wenn keine Beweise vorliegen, überhaupt keine Möglichkeit, die Spiele den Russen wegzunehmen. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen für Katar. Da muss man Sind Ihnen denn die notwendigerweise Menschenleben in den nicht Zaun, was was wert, die beweist, wenn Menschen, es die nicht anders geht, tagtäglich aber dort es müssen sterben? Beweise da sein. Ja, dann können wir lange warten. Herr Ginger, man könnte ja eine Goodwill-Geste machen, indem man sagt, diese beiden Spiele bzw. diese Doppelvergabe steht im Verdacht, gekauft worden zu sein. Und Aber auf welcher Grundlage? ein Herr namens Garcia hat umfangreich ermittelt. Als Goodwill-Geste könnte man zum Beispiel endlich diesen Garcia-Bericht vollumfänglich veröffentlichen. Dann kann jeder Das sich ein Bild machen. Dann lasse ich mich gerne auch von Ihnen oder auch von dem Garcia-Bericht eines Besseren belehren, dass die Spiele nicht gekauft sind. Dann diskutieren wir auf einer anderen Grundlage. Aber warum wird dieser Schritt nicht getan? Also das ist eine Frage, die müssten Sie dann an die FIFA-Verantwortlichen richten, nicht unbedingt an mich. Ich wäre auch gerne bereit, diesen Garcia-Bericht zu lesen und daraufhin würden dann möglicherweise auch andere Gesichtspunkte wieder entstehen. Das heißt, wir müssen warten, bis einer der Verhafteten endlich singt
um Straffreiheit oder Strafermäßigung zu bekommen. Anders kann man es nämlich nicht beweisen. Der Welche Bericht wird andere nicht Möglichkeiten haben veröffentlicht. Sie denn unter dem Aspekt der sportlichen Möglichkeit oder der Möglichkeiten im Sport, Wahlen durchzuführen, irgendwelche Veranstaltungen an Länder zu vergeben? Welche würden Sie denn machen? Auf welcher Grundlage würden Sie das denn machen? Es geht doch nur so. Nun, Herr Kollege, Sie kennen ja unseren Bundestagsantrag, den wir letzten Dezember eingebracht haben. Da ist ein Kriterienkatalog, wonach Sportgroßereignisse wie Olympische Spiele, Paralympics und WMs, Fußball-WMs vergeben sollen. Für uns ist ganz klar, Nachhaltigkeit, Bürgerbeteiligung, Transparenz und vor allem saubere Spiele. Und all das steht in dem Antrag. Wenn Sie als große Koalition sich uns anschließen, dann haben wir ein Problem weniger in der sportpolitischen Debatte. Wir haben ja diesbezüglich auch einen Antrag in der Mache. Vor dem Hintergrund kann ich Ihnen natürlich das Gleiche empfehlen, sich bei uns anzuschließen. Sie haben noch nicht mal einen Antrag gemacht als große Koalition. Nur. Naja, was soll ich sagen? Wir tauschen hier die Argumente, aber sie bewegen sich nicht. Sie ignorieren die Fakten. Ich meine, ja, Sie in Katar, bewegen sich ja genauso wenig. Herr Kollege, wir haben uns aber doch schon einmal auf den Garcia-Bericht geeinigt. Und wenn ja, aber jetzt schauen Sie weiter mal, ich wollte auf Katar zurückkommen. Was passiert denn, wenn die WM vorbei ist? Da haben die ihre 10 Stadien gebaut in einem wirklich kleinen Wüstenstaat, was nicht mal so groß ist wie das Bundesland Hessen oder Brandenburg oder was weiß ich, ja, klitzeklein. Dann stehen diese Stadien in der Wüste. Wer soll denn da Fußball spielen? Ist das alles in Ordnung? Können wir das unter den Gesichtspunkten, die wir für als richtig erachten, noch gutheißen? Herr Mutlu, dass hier offensichtlich nicht alles in Ordnung war und nicht alles in Ordnung ist, das zeigen ja zum Beispiel die Veränderungen im IOC, wo man jetzt gerade begonnen hat, im Internationalen Olympischen Komitee einen Reformprozess einzuführen. Diesen Reformprozess hat es bei der FIFA vor einigen Jahren auch schon gegeben. Nur diese Reformen haben nicht in dem Maße gegriffen, weshalb meine Vorstellungen sind und sicherlich auch die von vielen Mitgliedern der FIFA, dass sich unter Umständen die FIFA an Reformprozesse des IOC mit anschließen kann. Solche Veränderungen kann man durchaus auch durchführen. Und ich bin mir sicher, dass bei der neuen Situation, die jetzt entstehen wird, bei einem neuen Präsidenten, solche Veränderungen, solche Reformen mit Nachdruck in Angriff genommen werden. Ich hätte mir gewünscht, dass der gesamte FIFA-Exekutivkomitee mit dem Blatter zurückgetreten wäre, weil das wäre ein Zeichen gewesen. Und ich hätte mir gewünscht, dass unser Vertreter in der FIFA, Herr Niersbach, mal auf diesem FIFA-Kongress in die Bütt gegangen wäre und gesagt hätte, lieber Josef Blatter, was war denn jetzt mit diesen Verhaftungen? Der Einzige, der ein bisschen Mut bewiesen hat, ist der Engländer David Gill gewesen, der ist hingegangen und hat gesagt, ich trete zurück, weil mit einem FIFA-Präsidenten, der für diese ganzen Geschichten der Vergangenheit, System Blatter, Korruption, Intransparenz verantwortlich ist, unter dem will ich nicht ins Exekutivkomitee. Ich hätte mir gewünscht, dass der weltgrößte Fußballverband, der DFB, dieses Zeichen gesetzt hätte. Fußball gehört nicht der FIFA, der Fußball ist unser Sport, der aller Weltsport. Und wenn irgendwelche Männer über 60, über 70 dieses Sportereignis kaputt machen, dürfen wir nicht zuschauen. Wichtig ist aber dabei, dass die Vergangenheit Berücksichtigung findet auf der einen Seite und dass gute Maßnahmen, die wie beispielsweise das IOC es mittlerweile macht, auch in Angriff genommen werden von Seiten der FIFA. Und deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass dieser heilsame Schock, den man in den letzten Tagen und Wochen bei der FIFA erlebt hat, dass dies zu einer Veränderung im FIFA-Weltgeschehen, möchte ich mal sagen, führen wird. Dieser Hoffnung schließe ich mich an, wobei ich nicht von einem heilsamen Schock reden würde, sondern ich würde sagen von der größten Katastrophe der FIFA. Das mag sein, aber auf der anderen Seite geht es dann auch wieder nach den Statuten des jeweiligen Verbandes, in dem Falle der FIFA, und eine Zweidrittelmehrheit wird möglicherweise sehr schwierig zu erreichen sein. Man Korrekt. Kann also nicht nur ein Wunschdenken anbringen, wie Sie das vieler Ich habe mich doch Ihnen angeschlossen. Und lieber Herr Ginger, das war doch Ihr Vorschlag. Ich habe mich Ihnen angeschlossen. Dass man mit den Fakten argumentiert und mit den Möglichkeiten, die man hat.
Das Wunschdenken ist gut und es muss diesem Wunschdenken eine gute Argumentation folgen, dass so eine Veränderung dann auch umgesetzt werden kann. Ohne Frage, aber warum widersprechen Sie mir? Ich habe doch nur Nein, ich das widerspreche Ihnen nicht. Ich sage Ihnen nur, dass das aufgegriffen, Wunschdenken was Sie alleine selbst nicht gesagt haben ausreicht. und Ihnen zugestimmt. Ja, ich sage, das Wunschdenken alleine reicht nicht aus. Aber unabhängig Richtig. davon, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich glaube, dass die Spiele in Russland stattfinden werden, auch schon aufgrund der zeitlichen Möglichkeiten, die bestehen. Denn innerhalb von 3 Jahren Fußball-Weltmeisterschaften in ein Land zu vergeben, das momentan noch gar nichts davon weiß, wird vollkommen unmöglich sein. Diese Zeit wird nicht ausreichen. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden kann, fürchte ich, werden sie in diesem Jahr dann ausfallen. Aber so weit sind wir nicht. Aus diesem Grunde bin ich fest davon überzeugt, dass die Spiele in Russland stattfinden werden. Unter der Voraussetzung, dass hier die Beweise, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist, nicht gefunden werden. Also ich denke, die FIFA muss einen Plan B haben, weil wenn dieser Beweis da ist, dann kann die WM nicht in Russland stattfinden. Und ich sehe es nicht so pessimistisch wie Sie. Ich denke, nahezu jedes europäische Land kann die FIFA-Weltmeisterschaft ausführen. Da wäre zum Beispiel unser Land, Deutschland, wir müssen keine Stadien bauen. Da wäre das Land, wo meine Eltern hergekommen, die Türkei könnte das übernehmen, Großbritannien könnte das übernehmen ohne Probleme, Frankreich. Und aus dem Grunde wäre die FIFA gut beraten, solange diese Ermittlungen laufen, sich auch Gedanken zu machen im Hinterzimmer über einen Plan B. Weil wenn das nicht passiert, dann haben wir wahrscheinlich eine WM 2018, an der ganz, ganz wenige Länder teilnehmen, die nämlich Herr Putin vielleicht auch durch Geldzahlungen dazu bewegen wird. Und dann werden die großen Fußballnationen nicht daran teilnehmen und es wäre schade für den Fußball. Ich denke, wir sollten uns an den Fakten orientieren und die Fakten sind so, dass die Russen für 2018 die Weltmeisterschaften zugesprochen bekommen haben und wenn nicht nachgewiesen wird, dass hier Korruption im Spiel war, werden die Weltmeisterschaften 2018 auch in Russland stattfinden.